Hallo und herzlich, you willkommen zum Adventskatkalender 2018. Ja, wie ihr seht, bin ich nicht so wirklich in Weihnachtsstimmung. Dieses Jahr war videotechnisch nicht so der Reißer für mich. Leider durch viele, viele Überstunden und viel Zeit auf der Arbeit, mehrere Samstage, hat die Kreativität leider dermaßen gelitten, dass ich sehr viele Videotermine absagen musste, auch was gesundheitlich angeht. Deswegen sind leider von den 4 Bands, die dieses Jahr dazugekommen sind, noch kein Video erschienen, was mir sehr, sehr leid tut, aber ich hoffe, ich kann jetzt die Feiertage und die Zeit zwischen den Jahren nutzen, das Ganze noch rauszubringen. Trotzdem, es gibt für euch ein bisschen was zu gewinnen. Dieses Jahr wird es auch ein bisschen anders sein. Ihr merkt es sicherlich als längere Abonnenten meines Kanals seit 3 Jahren jetzt YouTube und Twitch. Nun ja. Jedenfalls schon mal vorab vielen herzlichen Dank für die, die so lange die Treue gehalten haben. Falls ihr euch jetzt wundert, warum hier irgendwo jetzt steht, enthält Produktplatzierung. Ich habe mich dann doch jetzt endlich mal mit Recht und Anzeige auseinandergesetzt und deswegen muss ich jetzt hier kennzeichnen, dass ich die Bands aufzähle und von ihnen eine CD raushauen kann. Ja, muss man nicht verstehen. Weil eine Hand wäscht ja hier die andere. Ist ja kein Geld oder sonst was geflossen, aber lieber auf der rechtlichen Seite sein. Dieses Jahr wird es keine Einblendungen geben oder Videos von den Bands, weil wie gesagt, ich bin ziemlich spät mit allem gewesen und konnte mich erst hier vor einer Woche drum kümmern, wo es mir dann so, oh Scheiße, aufgefallen ist. Deswegen hoffe ich, ist es auch so gut, wie wir das Ganze machen. Ja. Dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal mit der ersten Band an. Das war mein erster Abstecher ins Ausland und zwar aus der Tschechei. Abbey Falls, leider noch kein Album am Start, aber ihr bekommt ein signiertes Shirt von den Herrschaften und ich habe hier auch das Versprechen, dass sobald die CD am Start ist, die natürlich für euch auch verfügbar ist, dann sollte es von Burning Wire den Orgasmus geben sollen dieses Jahr. Schon im Frühjahr, aber ja, wie gesagt, leider noch nicht erschienen, weil Zeit und Muße, wenn man überarbeitet ist, ist leider so eine Sache für sich. Ja, viele Grüße gehen raus an die Offenbacher Jungs von Corbion. Mit schönen stabilen Death Metal sind die Herrschaften am Start und immer wieder für ein schönes Lauscherchen wert. Die Herrschaften, die mein allererstes Musikvideo zieren, und zwar die Herren von Deformed. Die hatten dieses Jahr 20-jähriges Bestehen und die anderen beiden Bands, die sich mit an den Start geholt haben für ihre Party, namentlich Corbion und Eraserhead, haben sie über meinen Bandsupport kennengelernt, was mich massivst gefreut hat. Auch wenn dieses Jahr von Deformed nichts erschienen ist, gibt es von den Herren das Deformed Death Cult T-Shirt. Schöne, schöne Grüße nach Gießen, / Limburg in die Richtung an die Herrschaften von Eraserhead mit ihrem schönen, oldschooligen Death-Metal-Sound. Weiter geht die Reise in Richtung Lohr am Main zu den Herrschaften von Fragmentory. Schade, dass dieses Jahr leider nichts war mit einem Auftritt von euch. Euch würde ich mich dann doch gerne mal wiedergeben. Ja, von bayerischen Lohr in Richtung Siegburg zu den Herren frisch am Start dieses Jahr von Ghost Empire. Dort hatte ich das Vergnügen, die CD Relays Party zu filmen, die leider auch noch nicht erschienen ist, was mir wahnsinnig, wahnsinnig leid tut. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass ich hier zeitnah an alles dran bekomme, dass hoffentlich bis Januar das Ganze dann rausgeprügelt werden kann. Ich habe auf das Fahrtgeld mehr oder minder verzichtet und habe dafür ein Ghost Empire T-Shirt mehr für euch mitgenommen. Genauso gehen Grüße raus an meine Lieblingsmittelalter-Tam-Tam-Gruppe und zwar an
Gugelhupf. Immer wieder schön, die Herrschaften auf den Märkten zu begegnen und der Musik zu lauschen, was mal etwas anderes ist als Sackpfeifen. Ja, dann kommen wir zur nächsten Wildcard, zu Haters Paradise. Und der Michi muss nochmal in die Merch-Kiste gucken, was er denn raushauen können. Soweit ich weiß, sind die CDs leider aus. Ich habe leider auch keine mehr. Ich habe meine letzte rausgehauen, die ich von den Herrschaften am Start hatte. Aber daher die Haters gehört haben, dass es dieses Jahr nicht so viel gibt an Mucke zum Abgreifen. Da wollten sie dann doch zumindest ein Shirt drauflegen. Deswegen vielen herzlichen Dank. Gehen raus in Richtung Haters fucking Paradise. Aus dem schönen Würzburg, die Band mit dem wahrscheinlich längsten Namen auf meiner Liste, aber ich bin dieses Jahr mal faul, weil ich nicht wieder 3 Stunden den Namen üben möchte und sage einfach mal Horomance mit ihrem interessanten Black and Roll Sound, wobei ich mit interessant nicht schlecht meine, ziehe ich mir dann doch immer ganz gerne mal wieder zwischendurch rein, vor allem die Bombeleger ist immer wieder schön, mit feinstem Denglisch. Ja, frisch und genagelt neu am Start oder so ähnlich. Die Herrschaften von Height and Haywire aus Wetzlar, was bei mir direkt um die Ecke ist. Mit ihrem Heavy Pop kann man auf jeden Fall uneingeschränkt empfehlen für die Leute, denen die meisten Klänge auf meinem Kanal zu hart sind. Dort stehen leider auch noch 2 Musikvideos aus. Und ja, gleicher Text wie eben. Es tut mir wahnsinnig leid, dass in der Richtung noch nichts passiert ist. Und ich werde natürlich zusehen, dass da was passiert in jetzt in der nächsten Zeit. Auch kennengelernt auf der CD Release Party von Omega Vibe, We Abbey Falls und Hide in Haywire ist die Post-Hardcore-Band Lavare, die ihre 2 Titel EP, ist das eine EP, zur Verfügung gestellt haben. Deswegen Grüße gehen raus in Richtung Köln. Und ja, leider war das Videomaterial nicht brauchbar. Aber ich hoffe, dass wir in Zukunft da auch noch ein Video auf die Beine stellen können, was uns ja, zufriedenstellt, eure musikalische Kunst in die Welt hinaus posaunen kann. Ja, viel genannt schon in dem Video, meine Freunde von Omega Vibe. Die hauen auf jeden Fall auch wieder was in die Kiste rein, weil sie gehört haben, dass dieses Jahr das Ganze ein wenig dünn ist. Und ja, auch vielen, vielen herzlichen Dank an die Herrschaften, auch in Richtung Wetzlar, in Richtung Babenhausen, in Richtung Precipitation mit ihrem Post-Proc Mellow Death Sound. Sound. Die ich auf der CD Release Party von Deformed kennenlernen durfte. Ich hoffe, zu euch schaffe ich es auch bald mal wieder. Und vielleicht kriegen wir ja mal ein Akustikvideo von euch gebacken. Ich persönlich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir da auch mal wieder was hinbekommen würden. Dem Ork-bepackten Ralf Kurtsiefer mit seinen Classic-Fantasy-Ambience-Kompositionen gehen natürlich auch tiefste Grüße hinaus. Wir müssen uns wirklich unbedingt mal wieder sehen. Vor knapp 2 Jahren kam Orgasmus Nummer 2 in absoluter Crazy-Long-Play-Länge raus, wo es auch immer noch CDs gibt. Von den 15, wo er einfach nur einen Kommentar schreiben braucht und erhaltet eine entsprechende CD, sponsert bei Ralf Kurtsiefer vom Orgpack. Die sind die Wurzel allen Übels, die Roots of Unrest mit ihrem interessanten, wobei interessant nicht für schlecht steht, deswegen dreht mir das nicht im Mund rum, Groove Death Metal, was auch immer wieder schön die Ohren zum Klingeln bringt. Leider war immer, wenn ein Konzert war, lag ich entweder gesundheitlich auf der Nase oder es war irgendein anderer Mist, weswegen es ausgefallen ist, warum immer noch kein verdammtes Video zustande gekommen ist, was wir auch mea culpa sehr leid tut. Deswegen, das ist auch unbedingt Pflicht, dass wir müssen unbedingt zusehen, dass wir das mal hinbekommen oder wie auch immer wir das machen. Was aber Roots of Unrest nicht davon abhalten lässt, daher die Box ja, wie gesagt, ein wenig dünn wird musikalisch, eine CD und einen Button für euch springen zu lassen. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ja, leider Postmortum, viele Grüße an Setting the Sails, deren letzten beiden Auftritte ich noch filmen durfte, bevor sich die Band trennen musste. Deswegen trotzdem gehen die besten Grüße raus an Setting the Sails. Das Galdenpack
Ja, leider auch wieder dieses Jahr ziemlich komplett verpasst. Deswegen beste Grüße und ich weiß ja nicht, auf welchen Märkten ihr nächstes Jahr seid. Ich denke mal, man wird sich auf dem einen oder anderen üblichen mal wieder begegnen. Und ihr seid natürlich auch bei uns im Mittelalterlager von und zu auf Mikrono gerne gesehen. Wie auch der Rest der Community. Schaut gerne vorbei. Ja, leider auch postmortem die Band Spitfire mit ihrem 70s Speed Metal. Aber die Band existiert leider auch nicht mehr. Deswegen viele Grüße gehen runter in Richtung Emskirchen. Das waren die 19 Bands, die seit den 3 Jahren bei mir eingeschlagen sind. Natürlich werde ich euch auch einiges an Nerd-Stuff beilegen, was sich bei mir so aus den Lootboxen des Jahres angehäuft hat. Aber ich bin ja an meiner eigenen Merch-Line aktuell dran. Gott, ey, das klingt so arrogant. Und zwar gibt's für euch auch jetzt das endgültige Design des Cutgar-Shirts mit spontan von der Rolle und damit euch die Leute schön den Arsch fotografieren, wenn sie zu mir finden möchten, gibt's dann ganz unten auf dem Rand dann noch die Links dazu. Genauso ganz frisch aus der Presse, noch warm, frisch erhalten hier im Dezember von dem guten Ilska Art. Die Artworks für die beiden Stahlkriecher-T-Shirts, die werde ich euch dann doch mal hier einverblenden. Ich muss noch sehen, wie ich sie zusammenpuzzle. Das sind jetzt nur die einzelnen Bausteine dafür. Halt einmal im Retro-Look und einmal im super-cuten Look. Das war dann alles, was es dieses Jahr in der entsprechenden Box gibt. Was ihr dafür tun müsst, werde ich euch dann gleich vorkauen. Jedenfalls vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die bis jetzt am Start sind. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr auch wieder wachsen. Ich hoffe, besser als 2018, dass bei mir dann auch die Zeit und die Muße besser passt, dass ich da nicht wieder in Überstunden ersaufe, beziehungsweise mit anderen Sachen zu kämpfen habe, die ja, das Ganze im negativen Bereich limitieren. Tja, so ist das leider. Zwischen den Jahren ist auf jeden Fall das denn wieder am Start. Da werden wir das HDMI N64 mal zusammen ordentlich quälen. Jetzt wird's allerdings noch Zeit für einen kleinen Shoutout für Freunde, für YouTube- oder Twitch-Kollegen, mit denen ich das Jahr dann doch ziemlich gut verbringen konnte. Auch wenn es nicht so stream-hard wie 2017 war. Deswegen vielen, vielen herzlichen Dank an meinen Co-Moderator Dustin für die ja mittlerweile 3 Jahre in wilder YouTube- und Twitch-Ehe. Auch wenn dieses Jahr Cutgeilgisch TV mangels ja, den eben schon angesprochenen Gründen etwas zu kurz kam und dem zusätzlichen Mangel an Koop-Spielen, was halt ja, sehr, sehr schade ist, wenn es sehr viel interessantes Material gibt, was dann leider nur als Hotseat möglich ist. Bei über 300 Kilometern dazwischen ist das Ganze doch ziemlich, ziemlich schwierig. Aber ich persönlich möchte es nicht einschlafen lassen, die ganze Geschichte mit Cutgeilgisch TV und so weiter. Und ich glaube, er auch nicht. Dafür fragt er mich viel zu oft, streamen wir heute? Ich bin krank, mich in Scheiße. Oh, schade. Da kommt auch demnächst der nostalgische Typ Emoji für Twitch, wenn Wolla den soweit fertig hat. Schaut vor allen Dingen bei Dustin auch auf seinen YouTube-Kanälen vorbei, auf Nostalgisch TV und bei The Germ Guy, was sein englischsprachiger Kanal ist. Dann könnte man jetzt sagen, ich grüße meinen Co-Moderator Flash201085, mittlerweile auch YouTube-Kollege geworden. Er hat damals bei mir beim Loot Chest Unboxing die Assassin's Creed Decke abgegriffen und dann ist man irgendwie ins Gespräch gekommen. Da hat sich mittlerweile auch eine ganz tolle Freundschaft rausentwickelt. Deswegen, Flasherino, bleib wie du bist. Besser dich. Und ich denke mal, ihr seid über ihn garantiert schon über den ein oder anderen Stream-YouTube-Video Stream-Aufzeichnung gestolpert. Deswegen schaut auf jeden Fall auch mal bei ihm auf Twitch vorbei. Viele herzlichen Grüße gehen in Richtung Steinau zum Birdi und zur Bianca der Metal Family. Leider dieses Jahr ja,
nicht großartig zum Orgasmusfilm gekommen. Es klingt immer wieder falsch. Danke, Michi, für den Namensvorschlag, für das Format. Deswegen ging nur die ein oder andere Fototour, wo aber dann doch sehr schöne Makrofotos zusammengekommen sind. Ja, wir bewegen uns in Richtung Heuchelheim zum Skyline Studio, zum Ruben Jarling, einer der besten Tonleute, die ich kenne. Einfach jemand, der komplett mit Herz dabei ist, dem die Musik wichtig ist. Da könnte auch noch etwas zusammen passieren mit dem Sänger von Omega Y, SF Ghost, den ihr gerne auch mal auf Twitch belastet. Könnt. Der kann nämlich auch ganz toll streamen. Deswegen, Grüße gehen raus an den Paul, / SF Ghost und den Ruben Jarling. Jetzt begeben wir uns in die Welt der virtuellen Abgründe zum Tomatenmann Moft und zum Soul Joe. Mit denen gab es das ein oder andere Mashup-Projekt zusammen auf dem Kanal der Bro Brawlers. Dieses Jahr habe ich sogar geschafft, den Soul Joe zu besuchen in Nürnberg. Und leider hat es mit dem Filmelf nicht geklappt, deswegen auch viele herzliche Grüße in Richtung des Filmelfs. Da er meine Kamera nicht getan hat, muss ich unbedingt nochmal in den Nürnberger Tierpark. Deswegen denke ich mal, kriegen wir das auch nochmal hin, dass wir zwei auch nochmal anstoßen können. Mit dem Moff wird es das ein oder andere Hörbuch wieder geben. Da sind erst wieder Aufnahmen hingeflossen. Deswegen schaut beim Soul Joe vorbei, schaut beim Tomatenmann Moff vorbei, schaut bei den Bro Brawlers vorbei und schaut beim Filmelf vorbei. Es geht in Richtung Dortmund, flattern meine Grüße, gebrüllt von einem Godzilla-Schrei gefolgt. In Richtung Gorminister. Vielen Dank für die Shoutouts, bei denen ich teilnehmen durfte dieses Jahr. Und ich hoffe, du nudelst die Eraserhead-Platte noch ordentlich durch. Ich hoffe, wir rennen uns auch irgendwann mal über den Weg. Vor allen Dingen, wie wär's mit einem Kadaverficker-Video unter dem Banner von Through Cut Gas Eyes? In Richtung Bremen fliegt ein fucking Punch. In Richtung Etty. Das, was ich mehr in Kinn und Kopf habe, hat er wahrscheinlich am Gesäß mehr. Denn dieser Mann hat sehr viel Sitzfleisch, was es geht, um zu streamen. Schaut auf jeden Fall beim Etty vorbei auf Athen TV auf Twitch. Auch ein sehr, sehr angenehmer Twitch-Kollege. Der Schnissel. Schaut auf jeden Fall auch beim Schnissel auf Twitch vorbei. Viele Grüße raus an meine Logo-Künstler, die Krea, die mir den wundervollen Katka-Avatar gemacht hat, der jetzt auf aktuellen Bart geupdatet werden soll. Deswegen schaut bei Krea vorbei auf Twitch. Auf YouTube ist er, glaube ich, nicht mehr so aktiv, soweit ich weiß. Ja, jetzt jemand, der mir viele Logos gemacht hat, dem guten Ilskar Arts. Er hat unter anderem auch das Logo vom Deformed-Album gemacht, weswegen ich auf ihn gekommen bin. Jedenfalls von ihm ist das Through Cut Gas Eyes Logo und das hatte ich Bock zu Logo. Genauso hat er mir jetzt den Stahlkriecher gemacht. Wovon, wie gesagt, schon ein Shirt für euch in der Adventskalenderbox enthalten ist. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei auf Facebook. Lasst ihm ein Däumchen da und solltet ihr Logos, Coverarts oder irgendwas gebrauchen, ist der definitiv richtige Ansprechpartner für euch. Genauso auch ein Shoutout an die bezaubernde Volatina, die mir meinen Katka-Emote gemacht hat und das herzlich Will-Loot-Kommen-Logo. Von ihr kommt demnächst auch noch das nostalgische Typ-Emoji für Twitch. Viele herzliche Grüße in Richtung Wolla. Ich hoffe, dieses Jahr wird bei dir auch ein wenig ruhiger, als das stressige letztes Jahr war. Und ja, mach auf jeden Fall weiter so. Viele herzlichen Grüße gehen raus an Jedediah, an die Gia und an ihre beiden Kids, meine Mittelaltertruppe von Afmirkrino. Deswegen alle genannten hier auf Twitch, auf YouTube, auf Facebook. Verlinkungen sind unten drin. Haut ihnen auf jeden Fall ein Like, ein Abo oder auch gerne ein Subscribe rüber, denn die kann man wirklich gebrauchen. Ja, dann fehlt noch das Gewinnspiel, würde ich mal so behaupten. Vorab ist zu sagen, ihr müsst mir, wenn ihr gewonnen habt, eine Adresse zur Verfügung stellen. Aus datenschutzlichen Gründen möchte ich dazu gesagt haben, die Adresse wird nur dafür benutzt, euch den Gewinn zu senden. Danach wird sie vernichtet, nicht ausgelesen oder sonst irgendwas oder für irgendeinen Mist gebraucht. Einfach nur, um euch den Gewinn zuzustellen.
Genauso behalte ich mir vor, dass ich euren YouTube-Namen zeigen darf. Adresse oder sowas wird nicht gezeigt, aber der Gewinner wird bekannt gegeben. Wie ihr wisst, ich würfel das immer aus. Der Zufall entscheidet immer, wer gewinnt. Und ich hoffe auch sehr, dass man sieht, dass ich das sehr, sehr nachvollziehbar mache, wer denn gewonnen hat und wie, dass man alles schön sieht. Ihr werdet dadurch gesehen. Wer das nicht möchte, kann leider nicht teilnehmen. Ja, wegen Jugendschutz ab 18 Jahre oder mit Einverständnis der Eltern. Ganz wichtig, weil das ist eine rechtliche Sache. Auslosung wird sein am 31.12.2018. Der nostalgische Typ wird da wieder die Glücksfee spielen, wie immer bei der Box. Und ja, nach dem 31.12. wird keine Teilnahme mehr möglich sein. Deswegen, wenn ihr das Video danach seht, werdet ihr auch in Klammern hinter dem Video sehen, Gewinnspiel beendet. Der Gewinn wird im Laufe des Jahres zugestellt. Weil je nachdem, wie lange es dauert, bis die T-Shirts gemacht sind in den richtigen Größen und so weiter, wird es halt im Laufe des Jahres sein, wann das Ganze bei euch ankommt. Ich halte persönlich regelmäßigen Kontakt dann und halte euch auf dem Laufenden. Sollte irgendwas noch sein, dass es nicht pünktlich losgetreten wird, nur dass ihr Bescheid wisst. Ihr bekommt euren Gewinn auf jeden Fall. Was auch noch dazu zu sagen ist, wenn ihr den Gewinn erhalten habt, kommentiert dann bitte auch nochmal euren Gewinnerkommentar, wenn ich drunter geschrieben habe, hey, ihr habt gewonnen, dass das Ganze bei euch angekommen ist, damit das Ganze dann auch wieder transparenter ist, dass das Ganze halt auch rausgekommen ist und bei euch angekommen ist. Genauso sage ich auch wieder vornherein, es darf jeder teilnehmen, ob er mit mir befreundet ist, ob er mit mir zusammen streamt und oder ähnlich, was auch einer der Gründe ist, weswegen ich eine so transparente Auswürfelung mache, damit man sieht, dass da nicht irgendwo beschissen wird. Wenn ihr teilnehmen wollt, haut ihr unten in die Kommentare rein. Hashtag Adventskalender 2018 und schreibt das bitte ganz nach vorne hin, damit ich es nicht übersehe. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Es gibt wie immer drei Fragen zu beantworten und die drei Fragen sind die drei Fragen, wie es jedes Jahr sind. Und zwar, was findet ihr gut oder schlecht an meinem YouTube-Kanal? Videos, / Livestreams, was könnte man noch verbessern, außer die Regelmäßigkeit? oder was passt euch nicht? Angebrachte Kritik ist immer was Gutes, was hilft zu wachsen, / besser zu werden. Und ja, ich persönlich freue mich immer, wenn ich positives Feedback bekomme. Das macht dann halt auch immer wieder Mut und gibt Kraft weiterzumachen, auch wenn man Rückschläge außerhalb der Videos und oder ähnliches hat. Die zweite Frage ist, wie auch letztes Jahr und das Jahr davor, wie könnte man die Community nennen? Da waren schon sehr amüsante Sachen dabei. Wie gesagt, ich sag ja immer, dass wir ein Clan sind, weil ich mag das Wort Fan nicht, weil es immer sowas Fanatisches hat. Und ich weiß nicht, sowas wie Katka Ultras oder Katka Army oder sowas, mit sowas braucht ihr mir gar nicht erst kommen. Deswegen, ich würde mich freuen, wenn ihr da kreative Ideen habt und natürlich, wenn das Ganze gewählt werden sollte, was euer Vorschlag war, werdet ihr natürlich auch immer schön dafür kreditiert. Und zu allerletzt, was ist euer Lieblingsformat? Hatte ich Bock zu? Ist es angespült? Ist es Katgalgisch TV? Ist es Orgasmus? Ist es Through Katgas Eyes? Oder was es alles gibt? Ich habe immer noch sehr viele Ideen im Kopf rumfliegen für neue Formate, unter anderem was halt auch mit Musik zu tun hat, was letztes Jahr leider halt immer noch nichts geworden ist, was mir das Herz doch sehr bluten lässt. Ja, dann wären wir auch am Ende des Adventskalenders. Ich drücke auf jeden Fall allen die Daumen, die mitmachen, dass ihr den Gewinn abstaubt. Letztendlich kann halt hier nur einer gewinnen, aber es gibt ja auch immer wieder sehr viele CDs noch abzugreifen auf den anderen Formaten. Deswegen achtet drauf, wenn dahinter Gewinnspiel steht, ohne beendet, dann könnt ihr immer noch was bekommen. Und ihr gewinnt ja auch bei den meisten Sachen einfach nur für einen Kommentar, wo ihr garantiert eine CD dann bekommt. Einfach nur für einen Kommentar zu schreiben, solange Vorrat reicht natürlich. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr dazu komme, dann die neuen Formatideen, die ich im Kopf habe, umzusetzen. Hoffe halt auch, dass das Jahr ein wenig Stream-YouTube-lastiger wird von meiner Seite aus. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, wünsche euch einen guten Rutsch, schöne Feiertage, egal was auch immer ihr feiert.
Lasst es euch gut gehen und ich hoffe, man sieht sich bei meinen Videos, bei meinen Livestreams, in den Kommentaren, im Chat und. Ich bin Katka, ich bin spontan von der Rolle. Haut rein!